Hallo und herzlich willkommen von YouTube und heute stelle ich euch mal richtig was Zombie-mäßiges vor. Und zwar was richtig Cooles für euren Schreibtisch. Dann mal viel Spaß mit dem Video jetzt. Das Desktop Zombies Shooting Set könnt ihr auf Amazon bestellen. Das kostet um die 8 Euro. Und wer nach dem Video Interesse an dem Produkt hat, der Link dazu steht im Text und unter dem Video, einfach mal draufklicken. Und so wird das Desktop Shooting Zombie Set geliefert. Sieht schon knuffelig aus. Hier auf der Rückseite ein bisschen bla bla. Und dann wollen wir das Ganze doch jetzt mal auspacken. Und das war jetzt eine Verpackung gewesen. Wir haben drei Radiergummis. Die finde ich richtig fett. Guckt mal hier. So schauen die aus. Radiergummi. Damit könnt ihr radieren. Deswegen heißt es auch Radiergummi. Jo, Motiv Nummer 1. Motiv Nummer 2, auch sehr hübsch. Hallo, ich bin ein kleiner Zombie und hab nur noch einen Fuß. Weil ich den gefressen hab. So, Tick, Trick und Track. So schauen sie aus. Und dann haben wir hier noch Onkel Dagobert. Jo, der Plaster. Das Coole ist, ihr könnt jeden Pinsel benutzen, jeden Bleistift, das ist jetzt so ein kleiner, und ansonsten kann man den hier einfach so zusammenstecken, zack, zack, so schaut er dann aus, also nichts Besonderes, in grün gehalten, Farbe ist aber gut, hier ist der Trigger, der Abzug, und hier kommt nachher das Gummi drauf, und hier hinten, und wenn er dann hier den Abzug betätigt, drückt das hier den Gummi nach oben, und dann bup, fliegt er weg. So, steckt man das mal wieder zusammen hier. Richtig rum, ja. So, dann haben wir noch Try-Gummis, die mitgeliefert wurden. Bin gerade Minions am Futtern. Zwar von Haribo, weil ich eben noch die Minion hier vorgestellt habe. Normal wollte ich die mit auf die Arbeit nehmen, die Tüte. Aber ich bin so ein Fresssack. Ich muss halt immer direkt alles vernichten. So, halt runterschlucken. Zum Laden. Den Gummi hier vorne so drüber. Und dann soll der hier hinten drauf. Es gibt aber ein Problem. Oh, Vorführeffekt. Es hält nicht. Genau. Der geht nämlich immer die ganze Zeit schon los. Woran das liegt? Der Bereich, der ist einfach zu niedrig hier. Ich probiere es aber nochmal. Vielleicht klappt es ja dann. Ansonsten. Garstiger Gummi hier, ey. Oh, so, nochmal, ansonsten, jetzt hält, naja, ich mach's gerade mal anders. So, doch noch geschafft, ich habe schon gedacht, ich müsste meine Ersatzgummis mal benutzen. Ich habe den jetzt mal einmal so ein bisschen hier rumgefriemelt und so schaut das dann aus. Und jetzt könnt ihr, wenn ihr den Trigger betätigt, pup, damit schießen. Und das machen wir jetzt auch mal. Man kann natürlich auch noch andere Gummis benutzen. Das hier sind so ganz dünne. Die gehen sogar noch besser hier drauf. Aber doch, zack, geht. Wo habe ich die eigentlich alle her? Ich glaube, die waren bei irgendwelchen Plastern dabei gewesen. So. Na, na, der geht nicht so gut. Seht ihr hier? Umso länger der Bleistift, umso mehr Schub habt ihr. So, probieren wir den nochmal. Der müsste eigentlich... Oh, der sitzt stramm gleich. So. Ja, ja, aha. Also man nimmt schon am besten die mitgeliefert wurden. Die sind, glaube ich, noch so ein bisschen geschmeidig. Und sollte das Ganze auch funktionieren. Mir ist aufgefallen, zwei stehen. Und der hier steht nicht, weil der hier unten nicht ganz gerade ist. Der ist so ein bisschen ja, rund. Das heißt, ich muss den mal gerade ein bisschen gerade machen. Hier auf meiner Holzplatte geht das schon ein bisschen wegradieren. Ne? Ja, dann nimmt man sich am besten ein Messerchen, schneidet das hier gerade oder ihr radiert da vorher mit ein bisschen rum. So, jetzt aber.
Also der ist aber garstig hier. Da werden wir aber keine Freunde, mein Freund. So, jetzt geht's. Hurra! So, jetzt haben wir das mal geladen hier. Und jetzt muss man versuchen, mit dem Gummi, Pam, die Zombies abzuschießen. Und soll euch mal die Munition ausgehen? Dann nehmt einfach einen größeren Ballermann. So, jetzt habe ich euch das Desktop-Zombie-Shooting-Set auch mal kurz vorgestellt. Ich finde es eine witzige Idee, auch ganz gut umgesetzt. Zwei Sachen haben mich ein bisschen gestört, und zwar bei dem einen Radiergummi, ja, musste man unten den Bereich ein bisschen gerade erst machen, damit der dann auch stehen bleibt. Und, ja, ist schon ein bisschen fummelig, die Gummis hier hinten halten zu lassen. Das ist mehr so Glückssache. Aber nichtsdestotrotz, ich denke mal, wenn man das bei sich auf dem Bürotisch stehen hat, da kommt der ein oder andere Kollege und fragt mal nach, was das denn genau ist. Ja, wer jetzt Interesse daran hat, der Link dazu im Text wird unter dem Video. Das war wieder der Testmischel von YouTube. Dann sag ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn mich jetzt abonniert, verpasst du kein weiteres tolles Video. Pau.